halb neun. Der Kollege hatte einen Flug um 10 vor 8 und um 9, die hat er schon beide abgesagt. Denn in der Mitte der Insel ist es AFA, tiefe Wolkenregen. Hier geht's noch. Aber das Wetter wird ja während des, im Laufe des Tages eher schlechter. So, der Kaffee ist durch. Ich glaube, ich trinke den jetzt erstmal. Und dann überlege ich mir in der nächsten Stunde, ob ich zur Arbeit fahre oder nicht. Denn heute wird nicht viel gehen. Aber mal sehen. Vielleicht können wir irgendwo einen Flug dazwischen schieben. Wenn ich super Glück habe, findet heute gar nichts statt. Und dann bin ich nämlich morgen die Nummer 3. Und muss nicht zur Arbeit. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Ja, mein Schlafscore ist fair. Angeblich habe ich die Uhr mal wieder getragen. Habe ich nur 4,5 Stunden geschlafen. Mit Unterbrechungen. Ja, ein Kaffee. Hätte ich mir auch später eins werden. Ich habe nämlich erstmal mit der Maid telefoniert. Die canceln einen Flug nach dem anderen. Kwai hat schon den kompletten Tag abgesagt. Aber da ist es auch ein bisschen offensichtlicher, dass keine Flüge stattfinden, wenn man aufs Radar guckt. Aber das wird hier sich genauso entwickeln. Also hier ist Kauai und da hier geht gar nichts. Da zieht es genau rein. Aber dasselbe, das wird auch hier passieren. Das sieht hier genau rüber. Wir finden keine Touren statt. Ich hätte eh nur einen Flug gehabt. Ich habe gerade mit dem Wesley telefoniert, dem Kollegen, der um 11, um 1 und um 3 auch noch Flüge hat. Und dem habe ich gesagt, ey komm, schick alle nach Hause und sag dem Chief Pilot Bescheid. Wir sagen den Rest des Tages ab. Das macht er jetzt. Das heißt, ich bleibe schon wieder zu Hause. Genau wie am Freitag. Und dadurch, dass er keinen Flug macht, bleibe ich morgen auch zu Hause. Denn der kommt mit den Stunden nicht an mir vorbei. Das heißt, ich habe heute und die nächsten 4 Tage schon wieder frei. Oh, das passt mir eigentlich gar nicht. Ich meine, es war ja spaßig gestern. Aber, und bei dem Wetter kann man nichts machen. Aber, vielleicht hat der Chief Pilot noch was dagegen und sagt, ey, ein bisschen früh, um abzusagen, ne? Aber ist es nicht. Naja, auf jeden Fall trinke ich jetzt mal einen Kaffee und dann stehe ich auf. Obwohl wir es erst 8:30 haben. Ich hätte da nicht mich nochmal hinlegen können. So, nachdem noch ein Flug etwas länger auf dem Schedule geblieben ist, der 3-Uhr-Flug, wurde der jetzt auch mittlerweile abgesagt. So, es ist irgendwie hell, aber es regnet. Und das Wetter, das wird auf jeden Fall besser, nicht schlechter. Die Kollegen sind auch alle nach Hause jetzt. Ja, das war ja eine komische Arbeitswoche, ne? Gestern dreimal geflogen und das war's. Morgen muss ich auch nicht arbeiten. Na, das passt mir eigentlich. Denn am Mittwoch muss ich, habe ich ja so einen Extratag, Trainingstag. Wir sind nicht informiert worden, wann, ob wir dafür bezahlt werden oder sonst irgendwas. Aber es wird auf jeden Fall interessant, denn wir werden halt geschult, wie man an dem Hotel im Norden, an der Turtle Bay, am Turtle Bay Resort, wie man da landet und startet und so weiter. Und da wollte ich mich immer umschauen. Und das wird mit dem Chief Pilot stattfinden. So. Der Wind kommt weiterhin aus dem Westen. Das soll Mittwoch auch vorbei sein. Zum Glück. Ja, was mache ich denn heute? Weiß ich nicht. Nix. Hä? Workout. Unbedingt. So, hier regnet es mittlerweile und das Wetter ist einfach mega furchtbar. Und das sieht man auch auf dem Radar, wenn das jetzt mal startet. Ja. Gute Entscheidung, alles abzusagen, dass jeder nach Hause gehen kann. Ja, mal gucken, wie das Wetter morgen wird. Aber ist mir eigentlich völlig Latte, denn ich habe die nächsten 4, 5 Tage frei. Oh, mit dieser Trainingssession dazwischen. Ja, ich spiele ein bisschen Online-Poker. Und dann muss ich mal sehen. Also, das Wetter ist einfach super mega furchtbar. Ist klopfende Dache, ne?
Ja, auch nicht richtig hell und nix. Ja, toll. So, der Tag ist so gut für vorbei. Wir haben 7:45. Jetzt gibt es einen leckeren Salat. Auf Spaghetti hatte ich jetzt den dritten Tag hintereinander keine Lust. Es hat den ganzen Tag geregnet und es ist kühl. Das ist eigentlich ganz angenehm so kühl. 24,5 Grad hier drin, was nicht so super kühl ist. Workout wollte ich noch ein kurzes machen. Aber ansonsten steht nichts an. Oh. Also das Wetter, das macht einen so ein bisschen depressiv. Jo. Aber der Sommer steht vor der Tür. Von daher alles gut. Boah, jetzt ist es aber schon wieder super spät. Workout. Ist einfach zu schwül. So, ich habe gerade den Wetterbericht gesehen. Morgen ist der Sturm vorbei, beziehungsweise die Regenfront. Und aller Voraussicht nach war das der letzte Sturm vorm Sommer. Das ist keiner mehr im Anmarsch für diesen Monat. Und dann kommt der Sommer und dann haben wir erstmal für 5 Monate keinen Tropfen Regen. Aber es hat auch wirklich krass geregnet. Also es sind über 12.000 Leute ohne Strom. Auf Kauai absolutes Mega-Chaos. Straßen unterspült, überspült, bla bla bla. Und ja, das war's mit Regen wahrscheinlich. Ab morgen wird es trocken. Aber für die nächsten 3 Tage haben wir noch Wind aus dem Westen. Morgen bin ich auf Standby. Pilot Nummer 3. Und dann habe ich jetzt ja die nächsten 2 Tage frei. Und dann habe ich halt dieses komische kurze Training am Mittwoch. Irgendwann after lunch. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und dann noch Donnerstag frei und dann am Freitag. Ist das schon der 22.? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es dann in Turtle Bay los mit den neuen Piloten. Und uns. Wir sollen dann da fliegen. Da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt spannend. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Der Wesley, der mag den Job schon nicht mehr. Nach etwas über einem Jahr findet er es schon elendig langweilig, hier immer das Gleiche zu machen. Also ich finde es immer noch spannend, mit verschiedenen Passagieren zu fliegen und so weiter. Also mir macht das immer noch Spaß. Also das Problem, was der hat, habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber, naja, so ja, jetzt muss ich die Küche sauber machen. Das ist nämlich ein absoluter Mega-Saustall hier. Und dann, weiß ich nicht, ob ich noch ein kurzes Workout mache. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe einen Salat gegessen und der hat mich so gefüllt. Also ich glaube, mein Magen ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner geworden, dadurch, dass ich hier, also diese kleinen Portionen, nachdem ich schon so voll bin, es ist einfach erstaunlich.